Hallo, Deutsch Mittelstufe 2, Lektion 53, Relativsätze. Heute machen wir unseren Lesetext. So erreichen Sie Ihre Ziele. So, das hier am Bonzek. Jongo so, 그리고 독일어 so는 하나도 상관없습니다. 이렇게, 그렇게, so는 방법입니다. 이렇게, 그렇게, erreichen, 도달하다, 지레, 목표. 이렇게 하면 당신은 자기 목표를 달성합니다. 이 느낌으로 해석하면 됩니다. 이 챕터는 일기 문장이 점점 더 길어지고 내용도 되게 중요하니까 해석, 발음 연습, 일기 연습 다 같이 못하니까 먼저 읽기만 하고 다음 동영상에서는 천천히 해석합시다. 그러면 오늘은 듣기 연습도 해석 연습 한번 혼자서 해보세요. Los geht's! So erreichen Sie Ihre Ziele. Jeder Mensch hat Ziele. Aber sehr oft bleiben diese Ziele nur als sehr vage Vorstellungen und Träume in unseren Köpfen. Um seine Ziele zielstrebig zu verwirklichen, muss man ein paar einfache Schritte beachten. Ziele, die vage oder unrealistisch sind, bleiben oft nur Träume, die nie verwirklicht werden können. Darum müssen wir als ersten Schritt unsere Ziele klar und konkret beschreiben. Dazu muss man natürlich wissen, was man genau erreichen will. Dabei sollte man auch ehrlich bewerten, ob das gesetzte Ziel realistisch ist oder nicht. Nachdem man sein Ziel klar definiert hat, folgt der Realitätscheck. Dieser zweite Schritt, bei dem man zuerst den eigenen Ist-Zustand beschreibt, dient dazu, Aufgaben zu definieren, die man zum Erreichen seines Zieles bewältigen muss. Lassen Sie mich Ihnen zum besseren Verständnis ein einfaches Beispiel vorstellen. Nehmen wir an, Sie möchten abnehmen. Im ersten Schritt definieren Sie also Ihr konkretes Ziel. Zum Beispiel bis zum 1. Juni 65 Kilogramm wiegen. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass dieses Ziel realisierbar ist, beginnen Sie dann mit dem Realitätscheck. Dazu reicht es, sich auf die Waage zu stellen und zu sehen, wie viel Kilogramm Sie jetzt wiegen. Ihr aktuelles Gewicht ist also Ihr Ist-Zustand. Der Vergleich mit dem Ziel, also dem Soll-Zustand, ergibt die zu bewältigende Aufgabe. Wenn Sie beispielsweise 80 Kilogramm wiegen, müssen Sie also 15 Kilogramm abnehmen. Jetzt folgt der dritte Schritt. Die 15 Kilogramm, die Sie abnehmen müssen, fallen ja nicht von selbst herunter. Sie müssen sich jetzt also überlegen, wie Sie 15 Kilogramm abnehmen können. Was für Optionen haben Sie, um Ihr Ziel zu erreichen? Sie könnten eine Diät machen, einen Fitnessclub besuchen, selbst Sport machen oder einem Sportverein beitreten. Wichtig ist es jetzt, sich alle möglichen Optionen zu notieren und zu entscheiden, welche dieser Handlungen für Sie am besten funktionieren würde. Diese Übersicht und Bewertung aller möglichen Optionen führt dann direkt zum vierten und letzten Schritt. Hier stellen Sie sich einen konkreten Aktionsplan auf und entscheiden, was Sie genau wie und wann tun möchten. Das kann zum Beispiel ein wöchentlicher Trainingsplan sein oder eine Aufstellung von Lebensmitteln, die Sie ab jetzt essen bzw. nicht mehr essen werden. Diese vier Schritte, Zielsetzung, Realitätscheck, Auflistung möglicher Optionen, Aufstellung eines konkreten Plans, helfen Ihnen mit Sicherheit, Ihre Ziele effizient zu erreichen. Übrigens, in der Welt der Unternehmensberatung kennt man diesen Ablauf auch unter dem Namen Grow-Modell. Das war's. Habt ihr alles verstanden? Konntet ihr verstehen, wie man seine Ziele erreichen kann? 여러분, 잘 이해하셨어요? 자기 목표 어떻게 하면 달성할 수 있냐?
Es gibt vier Schritte. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt. Habt ihr diese vier Schritte verstanden? Falls nicht, machen wir beim nächsten Mal die Erklärung zusammen. Oxy, Azig, Eger, Zahl, Andemion, Daum, Dung, Jung, Sang, Esot, und Soni, Neung, Hanna, Schick, Soim, Jung, Ham, Yun, So, Hes, Okay, Bob, Shida. Danke fürs Zusehen. Tschüss.